Magnete. Damit sie nicht überhitzen, werden sie oft in der Nähe von Kühlschränken gelagert. Doch was passiert eigentlich, wenn man, anstatt sie zu kühlen, die Magnete unter Strom stellt? Niemand weiß genau, woher der Begriff Elektromagnetismus eigentlich stammt. Vermutlich wurde er nach seinen beiden Erfindern, Francis Hadfield und Elektromagnetismus, benannt. Aber was ist Elektromagnetismus eigentlich genau? Nun, Herr Professor Jansen, die Frage ist ja nicht ganz einfach zu beantworten. Elektromagnetismus ist, platt gesagt, ein Magnetfeld, das durch einen elektrischen Strom erzeugt wurde. Bei der Fusion von Magneten und Elektros entsteht entweder wertvoller Elektromagnetismus oder der für uns wertlose Magnetoelektrismus. Mit der linke Handregel kann man ganz einfach feststellen, um welche der beiden es sich handelt. Egal ob als klassisches Hochzeitsgeschenk oder lustiges Partyspiel, der Elektromagnet ist mittlerweile in unserem Leben angekommen. Doch das war nicht immer so. Es gab viele Gegner davon, Strom und Magnetismus zusammenzubringen. Lange ging man davon aus, dass Elektro und Magnetismus zwei verschiedene Kräfte sind, die man nicht verbinden kann. Ein Irrglaube, wie sich zeigte. Nun, das wirft die Frage auf, was sich noch alles verbinden lässt. In Wissenschaftslabors auf der ganzen Welt werden dazu spannende Experimente durchgeführt. Oft führen sie zu innovativen Erfindungen. Selbst die Natur wagt hin und wieder interessante Versuche. Experimente können dabei helfen, komplizierte Dinge wie Elektromagnetismus greifbarer zu machen. Tja, manchmal ist Wissenschaft gar nicht so kompliziert, sondern einfach nur ein bisschen schwer zu verstehen. Mein Name ist Jonathan Kocelny und auch nächste Woche heißt es wieder Wissen mit Jonathan Kocelny und mit Ihnen. Wissen ist Macht. Spaß. Gute Arbeit. Originals.